Den sehen wir noch nie. Ja. Okay. Hadi. Ja. Dann wollen wir starten. Geht's dir gut? Noch. Ja? Noch, okay. Mach einmal so in die Kamera. Das ist schon mal gut. So. Okay. Ja, komm, jetzt übertreib nicht. Was? Also. Eh noch nicht auf. So, dann starte ich erstmal ein paar Fragen, ja? Ja. Aber ihr müsst ja noch lernen, hast du gesagt, deswegen stelle ich dir ein paar leichte Fragen. Und zwar, kannst du mir bitte einmal die Warmblinkanlage einschalten? Ja, wie viele Blinker leuchten? 6. Sehr gut. Und wann müssen wir mal die Warmblinkanlage einschalten? Bei Stau, Unfall, Panne, abschleppen und um anderen zu warnen. Okay, sehr gut. Ich glaube, das reicht. Wenn du fertig bist, dann können wir auch starten. Okay. Da war ja quasi super. Ja, das habe ich mir eingeprägt, super. Der kam flach, Christian, der kam richtig. Ich weiß, aber wollte ich noch was sagen, bevor wir losfahren? Also. Ja, und zwar, boah, wir haben das schon lange nicht gemacht. Ja, ich gebe dir die Fahrtrichtung an. Wenn ich nicht weiter weiß, dann hilft mir der Christian, weil der kennt sich ja hier besser aus. Und du fährst bitte so wie in den Fahrstunden auch. Ja? Du fährst nicht unaufgefordert in Sackgassen rein und in verbotene Straßen schon erst recht nicht. Ja? Und wenn es nicht mehr geradeaus geht, entscheidest du bitte selber, okay, wo du hin möchtest. Gut, dann können wir starten. Let's go. Jetzt mal ein bisschen kühler von da oben. Stellen wir das denn hier ein? Oh, 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 oh. Sorry. So, ganz schön was los heute, muss man sagen. Wir haben auch an einem Samstag Prüfung, habe ich dir das erzählt? Echt? Ja. Ich glaube, wir nicht. Wir haben an einem Samstag jetzt Prüfung demnächst. Cool. Ich bin so ein kleiner hier, ne? Der soll mal brechend voll, ne? Der ist gerade doch nicht. Ja, guck doch mal, ich stehe bis an der Tür. War die nicht platt, ne? Wow. Ho, ho, ho. Wäre auch zu einfach, den abgesägten Bordstein zu nehmen. Boah, was riecht hier so? War das ja schlimm? Riecht hier voll nach Dingers, ne? Nach Gras. Nach was? Nach Gras, oder? Was ist das? Ich rieche nur so Zwiebeln vom Döner. Ne, aber war das ja schlimm? Mit dem Bordstein? Nein. Okay. Aber der muss ja immer seinen Senf dazugeben, weißt du doch. Hm? Ja, ja, ja. Bin ich mal gespannt. Warum? Wo uns unser Ausritt heute hin verschlägt. An den Zebrastreifen. Mhm. Vor allen Dingen abends. Ja, ich glaube, wir möchten an der nächsten Ampel links abbiegen. Ja, ich glaube auch. Okay. Der Glaube zählt. Der Wille zählt. Nee, bei uns ist es der Glaube. Jetzt ist wohl ein Fahrschüler da. Nein. Doch. Er wollte gerade rein zum Abbiegen. Aha. Hat er geschafft? Nee. Ach, schade.
Ja, aber ist ja gut, dass da eine Baustelle ist. Da können Sie auch nicht... Doch. Ja, okay, Sie können es versuchen, aber eigentlich können Sie nicht den linken nehmen. Nee, ja doch, klar können Sie den linken nehmen. Aber jetzt ist er eigentlich auch egal. Wobei... Ich hätte vor, die würden den linken nehmen und auf dem rechten landen. Dann fallen sie doch hier schon durch. Ja, das ist schön. Deswegen, also ist ja eigentlich positiv. Außer die versuchen halt krankhaft da reinzufahren. Ja, hier ist alles möglich. Aber es ist ja nicht so, als wenn wir in Stadtmitte nur diese eine Stelle hier mit doppelte Linksabbieger haben. Hm. Habt ihr mehrere? Ja, für viele. Guck mal da hinten, wenn du in eine andere Richtung fährst, Richtung Autobahn, da sind auch zwei Stück. Ja? Hm. Wir wollen bitte auf die Autobahn. Ist das ja in Richtung Fenn oder Essen? Essen. Richtung Essen. Seit wann bist du so ruhig? Ich habe Angst, mich zu blamieren. In eure Videos sind auch viele Freunde von mir. Oh. Komm, warst du mal gesprächiger, ne? Die ersten Minuten hast du überlebt. War's das? Nein. Ich hoffe, das geht hier alles gut mit der Halterung. Weil es so wackelt. Ach nein, das spielt doch keine Rolle. Normalerweise dürfte heute nichts überhitzen. Das wollen wir doch hoffen. Lass uns lieber nach
Ist egal. Lass uns bitte Richtung Kaiserberg, ja? Mhm. Ist ja deine Prüfung. Bleib rechts, ne? Du fährst in der Mitte. Scheiße. Wir wollen bitte auf die A40 Richtung Kaiserberg essen. Ding einmal hochdrücken, dann wirst du wohl schaffen. Ne, es war zweimal. Ja. Alles im grünen Bereich. Wollen wir bitte links weiter? Wieso guckst du nach rechts und fährst links rüber? Oh, sorry. Das war jetzt ein Failure. Dahin gucken, wo du hin möchtest, nicht in die andere Richtung. Ich bin nervös. Das schreibt sie jetzt auf, scheiße. Nein, alles gut. Mit mir ist auch schon mal ein Prüfer geradeaus weitergefahren. Mit mir auch. Ah, okay. Dann hat er unten rückwärts rechts um die Kurve gemacht. Nee, wir haben geparkt. Wo gehören die Hände hin? Macht sie das immer? Was denn? Einfach Lenkrad loslassen. Ja, wenn ich stehe, ist das egal. Wenn ich stehe. Du weißt, die kritisieren sehr hart. Ne? Also, echt? Ja, ja. Daumen sollten auch nicht rein, sondern außen bleiben. So. Wo außen? Ja, man kann auch Gott treiben. Alles gut, du machst das richtig. Du machst mir richtig Angst. Du brauchst keine Angst. Aber jetzt mit der Kulli ist nämlich aufgegangen. Die nächste bitte rechts weiter, ja? Rechts weiter. Mhm. Die hat immer vergessen, den Spiegel wieder hochzufahren, ne? Der geht automatisch. Nee, bei mir, bei dem, so. Bei dem, okay. Schalter nicht. Sie so, du musst mir einen Tipp geben, also, du musst irgendwas sagen, damit ich mich daran erinnere. Ich so, was soll ich denn sagen? Sie so, ja, sag Ananas. Ich kann doch nicht mitten im Gespräch sagen, ja, Ananas. Na, das stimmt.
da unter der Brücke, da wo ich wohne, da stand letztens welche. Unter der Brücke. Dann haben die mal so gemacht, wie die wollten. Nein. Das. Ja. Hatten die Regenschirm dabei? Nee. Ich war gerade auch klitschen lassen. Ich hab das abgekriegt. Ampel links bitte. Dass hier hinten der Scheibenwischer angeht? Weiß ich nicht. Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Das Ding nach vorne drücken. Warte, lass mich erstmal stehen. Hier rechts rein kannst du auch gut fahren, das ist auch kompliziert. Was? Was soll ich drucken, hast du gesagt? Heckscheibenwischer. Ja. Nach wo? Ach so. Und schön, sauber gemacht. Ich hätte so wenig Gefühl haben können. Schön sauber gemacht. Den sind wir noch nie gefahren, Christian. Hm? Wenn ich verkacke, ist es deine Schuld. Wieso? Regeln sind doch überall gleich. Mhm. Mal schon. So, ich glaube, hinten kannst du wieder ausschalten. Prüfung vorbei, ne? Das war richtig scheiße. Tut mir leid. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, ist ja dein Problem im Endeffekt, ne? Muss dir jetzt uns nicht leid tun. Das war scheiße. Das schneidet ihr raus, ja? Nein! Doch? Nein. Doch? Das war richtig bescheuert. Ja, du warst doch schon quasi drüber. Ja. Du bist einfach weitergefahren. Ich meine, du hast gezögert, das war eher das Problem. Ja, ich war mir in dem Moment nicht gar so nicht sicher. Weiter. Okay. Du warst zu schnell dafür. Okay. Also wenn man noch so, man hat ja ganz, ganz oft auch Pfeile auf dem Boden. Ja? Mhm. Wenn man noch zwei Richtungspfeile sehen kann und die Ampel springt da auf Rot, dann kannst du halten. Aber wenn du den zweiten nicht mehr siehst, dann kannst du weiterfahren. Ich hab's nicht verstanden. Nochmal. Okay, zeige ich dir gleich. Ja, da muss auch ein bisschen Gefühl bei sein, ne? Also denk dran, nicht hier drauf fahren. Fahren? Was hast du denn gerade gesagt, wie schnell man hier fahren soll? 50. Dann fahr doch einfach 50.
Das ist ja Ampel rechts, ne? Ja. Ampel rechts, bitte. Also wenn es keinen Grund gibt, langsamer zu fahren, dann solltest du eigentlich schon 50 fahren. Deine Straße so komisch ist deswegen. Okay, ne? Kopfsteinpflaster, Rutschgefahr und deswegen. Ja. Weil es nass ist. Alles. Start-Stopp-Automatiken. Das ist viel zu ruhig im Auto dann. Man kann ja nicht mal mehr atmen. Die nächste Straße bitte links abbiegen. Abbiegen. Junge Dame. Nicht noch ein paar Runterfahraufgaben machen? So, irgendwie? Mach ja was, ne? Was soll ich jetzt machen? Oh, warte, du kannst, okay, fahr hier rechts. Fahr mal rechts. Weil da hinten waren ja auch ganz viele Boxparkplätze. Ja? Achso, kann die Boxparken besser? Ne, weiß ich nicht. Nee, das aber andere eigentlich. Du bist eigentlich. Kein LKW-Fahrer, ne? Dann fahren wir bitte langsam, wir schauen uns nach einer Parklücke um. Nee, fahren wir weiter. Lass mich doch in Ruhe, bist du der Prüfer oder ich? Hier, neben, hinter dem Silbernen. Darf ich nicht? Doch, wir fahren ja wieder weg. Okay. Wir wollen nicht aussteigen und laufen. Later.
ist auch mal ein Prüfer mit mir rumgefahren. Echt? Ja. Obwohl doch, genau, da war ich glaube ich auch nicht so. Ja. Wir wollen bitte rechts abbiegen. Ja, wunderbar. Aber ich glaube, du hast ja nur falsch geblinkt. Du wolltest eh rechts, ne? Mhm. Ja. Hier meinte ich eigentlich. Ja, aber brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Das ist meine alte Schule. Was ist das für eine Schule? Berufsschule, habe ich mein Fachabi gemacht. Ach, das ist ein Berufsschule? Gertrud Bäumer. Mhm. Gertrud Bäumer ist hier? Mhm. Oh, links abbiegen bitte. Ich dachte, der Kulli geht drauf. Achso, nein. Wir wollen an der Ampel bitte rechts abbiegen. Eingeordnet. Naja. Falsch eingeordnet gibt es ja so gesehen jetzt erstmal nicht. Wenn das Abbiegen richtig ist. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte links und danach nochmal. Ey, das ist richtig. Ja. Also ich glaube, es war ungewollt richtig. Ja, voll peinlich, aber. Das ist nicht mal ansatzweise schön, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, was da bei denen los ist. Das ist ja so ein Zweier, ne? Active Tour oder sowas. Ja. Warst du noch nicht? Nee. Hm? Ich schulde dir Churros. An der Ampel bitte rechts abbiegen. Was macht der da? Ja, der wartet. Die Frage ist, was du machst, ne? Nicht der. Das sind nicht immer die anderen schuld. Mich supporten, Mann. Was soll das? Meinst du, dann kann er mich überzeugen? Das geht nicht, dass er so ist, ja. Oha. Aber Hadi, guck mal, der ist doch hinter uns. Also meine Schüler machen das ja auch. Wieso wartet ihr mal, bis der Hintere uns überholt? Es sah so aus, ob der voll schnell gefahren ist. Ja, ist er ja auch. Ja. Ja, aber du bist aber auch viel zu spät rübergefahren. Ne? Was sag ich denn immer? So früh wie möglich oder so spät wie möglich? Hm? So früh wie möglich. Ja. Genau. Warum? Genau, um solche Fehler zu vermeiden. Gar keinen Platz machen für den. Ja. Immer vor dem reinfahren. Okay. Okay.
Und dann wollen wir bitte zurück zur Fahrschule. Ja, aber nicht hier vorne. Ne? Herr Fischer, übernehmen Sie dann bitte. Danke. An dem grünen Haus fahren wir rechts. An dem, das ist ein Haus mit grünen... Naja, jetzt fährt sie, jetzt fährt sie. Ich habe mich schon festgehalten. Jede Ampel bei Gelb, ey. Fährt man nicht so böse zu mir. Man ja. Sind wir doch nicht. Sag doch nicht so. Ich hab echt, weil ich echt und das verkackt habe. Aber wir wollen jetzt die nächste rechts. Ja, wir können auch ganz anders, Hadi. Ach, die sind ja am Protestieren hier. Was heißt das jetzt? Ja, wir haben verkackt. Dass wir nicht mehr nach Hause kommen. Mhm. Doch ein Döner, Christian? Doch kein Training. Ja doch, danach. Ja klar. Wir können es ja teilen, dann haben wir nicht so viel. Ja, echt jetzt? Na. Was ist los? Ja, halt eine Sache mal hier links hier. Hier. Da, wo frei ist. Oder einfach hinter dem Mercedes da. Ja, da nicht, weil da ist ja ein Einfahrt. Hast du das nicht da? Weiß ich nicht. Da ist ja genug Platz hier. Nicht gegen den Bordstein fahren. Reicht das nicht? Du bist schief. Ich weiß. Du bist schief. Ja. Was? Ja, alles gut, nein. Ich bin verunsichert. Nein, alles gut. Immer dahin lenken, wo du hin willst. Ja. Ja, wenn gerade ist, gerade, ne? Jetzt ist es wieder schief. Ich weiß. Sie wollte ja näher ran. Ein Millimeter. Fertig. Sehr gut. Dann bitte einmal das Fahrzeug parkbereit abstellen, aber nicht den Motor ausschalten, ja? Was willst du? Parkbereit abstellen einfach nur. Aber nicht den Motor aus, weil dann geht die Kamera aus, deswegen. So, ich weiß nicht. Okay. Ja, bei der Kamera ist das nicht schlimm. Meinst du? Aber du hast doch gesagt, du müsstest den Motor noch. Nö, ja, bei der Kamera nicht. Naja, okay. Wäre egal, wir können trotzdem los. Ja, Hadi, weiter haben. Nein, brauchst du nicht. Wollen wir nicht Feedback geben? Doch. Ja, okay. Ja, heute war nicht so gut, ne? Also so einiges kannst du auf jeden Fall. Ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben, um ehrlich zu sein, weil du fühlst dich schon eigentlich sicher bei dem, was du machst. Eigentlich. Oder du hast halt es so, ne, ausgestrahlt, ja? Hm. Aber du hast die Geschwindigkeit mal richtig, richtig, richtig krass überschritten. Wann? Als wir die Autobahn verlassen haben, Richtung Kaiserberg, sind wir ja links abgebogen. Und dann war es bei 63. Hab ich gesehen. Also ich habe 63, ich habe erst bei 63 drauf geguckt. Ja, war auf jeden Fall über 60. War auf jeden Fall über 60, ja. Ja, für den einen oder anderen, wenn du Glück hast, guckst du aus dem Fenster, ansonsten hast du Pech. Schon da. Echt? Ja. Krass. Autobahn fand ich eigentlich gut. Habe ich nichts zu bemängeln gehabt. Dann die rote Ampel. Ne? Mhm. Also es gibt Situationen, da kannst du weiterfahren, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann gibt es auch Situationen, da kannst du auch anhalten. Okay. Das war auf jeden Fall eine Ampel, wo wir weiterfahren könnten. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann hast du einmal, ich bemängel das immer bei meinen Schülern, ich weiß nicht, ob du das hast, zu früh geblinkt. Da war rechts eine Einbindung gewesen und du hast schon angefangen zu blinken. Wenn da einer... Wo denn? Nach der Uni, wo ich gesagt habe, an der Ampel rechts. Die Uni kennst du, Uni Duisburg. Mhm. So, sind wir weitergefahren, schön, ne? Dann habe ich gesagt, an der Ampel bitte rechts abbiegen. Mhm. So, und da hast du zu früh, da war rechts eine Einbindung. Ja, habe ich dann auch gesehen, ja. Ja, wenn der deinen Blinker sieht, ne, denkt er, okay, ich kann noch rausfahren. Ja. Okay, und das ist halt sehr, das ist irreführend, okay? Ja, okay. Ja, parken, weiß ich, muss ich was dazu sagen? Nicht. Ja, okay. Dann machst du das eigentlich meinerseits. Echt? Ja? Danke. Was hast du? Ja, das ist ein bisschen, also da in der Uni sind wir viel zu lange unnötigerweise auf den Fahrradschutzstreifen gefahren. Ne? Du warst die ganze Zeit auf dem Fahrradschutzstreifen mit der rechten Seite. Okay. Dann muss ja nicht sein. Nee, muss nicht, bemängeln die auch. Und wenn langsam? Du nach links willst, ne, dann gucken wir nicht nach rechts. Achso, ja. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum? Ja. Ne? Ja, aber das war noch am Anfang, da war sie nervös. Ja. Der war ja nicht nur am Anfang, das war ja da auch.
Wo du nämlich vom Schutzstreifen weg wolltest, hast du nach rechts geguckt und bist nach links drüber gefahren. Ist ja gut. Nein, nein, ich dachte ja nur, war nicht am Anfang, da war ja schon mittendrin. Ist die Kamera schon aus? Nein. Nein. Was möchtest du denn dazu sagen? Oder hast du noch was passiert? Nö. Okay. Und du, wie war's? Interessant. Interessant, okay. Schlimmer als ich dachte. Schlimmer als du dachtest. Aber ich sag mal so, du darfst halt, diese Aufregung ist ja normal, ne? Viele zittern. Mhm. Ja? Das muss weg. Das muss, nach den ersten Minuten muss das weg. Ansonsten machst du dir die ganze Prüfung kaputt. War es dann irgendwann besser? Ja, ja, ab, ne? Dem, ab dem Zebrastreifen. Den. Ah ja. Ab dem, wo du gesagt hast, nicht nach rechts, sondern nach links, weil ich wusste, dass du auf dem, nicht auf der Autobahn gehst, wo ich hasse. Aber waren wir noch? Nein, also aber das nicht, Autobahn ist halt... Achso, die. Okay. Ist halt eine Autobahn, die ich halt schon sehr gut kenne. Ja. Schade, hättest du mir sagen müssen. Auf gar keinen Fall. Da hatte der schon längst gepiept, ja? Naja. Weil er dann einfach die Gas übernommen hatte. Okay. Ja. Nee, war aber alles okay. Der weiß ja. Dann weißt du ja auch, was du für Fehler machst. Und er weiß, was er mit dir noch lernen muss. Parken auf jeden Fall. Ja, dann machst du das. Und so weiter und so fort. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Also wäre das durchgefallen? Außer, guck mal, stell mal vor, also du bist 63 gefahren, du hast bei Gelb eine Vollbremsung durchgeführt, wo wir schon Angst hatten, dass die uns gleich hinten reinfahren. Bei 50 bist du 30 dann gefahren. Dann bei 50 bist du 30 gefahren. Also ja, guck mal. Ich die ganze Zeit auf dem Fahrradschutzstreifen gefahren. Ich sag ja, wenn es ist wirklich ja, ist sehr viel. Ist prüferabhängig aber auch. Sehr vieles. Aber da waren jetzt auch viele kleine Sachen bei. Ja, ne? Das viel. Ist zu viel. Zu viel Kleines ist auch irgendwann groß. Ja. Also, dass ich 30 fahren musste, da wusste ich wirklich. Aber halt wegen der Straßen. Das mache ich immer aber auch. Ja, aber nein. Du darfst aber nicht. Aber dann bist du eine Behinderung im Straßenverkehr. Bin ich immer. Nein. Ja, die anderen wollen schneller weiter. Es ist ja erlaubt, verstehst du? Und dann wollen die dich überholen. Du zwingst die halt zum gefährlichen Überholmanöver. Das okay. Benötigst sie dazu. Okay. Okay? Okay. Okay. Dann bedanken wir uns bei dir. Hoffen, dass die Prüfung bestanden wird. Ja, wir fahren ja noch ein paar Mal. Inshallah. Inshallah. Inshallah, mashallah also, und ciao. Also Prüfung dauert ja noch, ne? Gut. Hadi. Wir haben noch zwei Doppelstunden. Hadi.